Hallo zusammen, ich bin der Lars, Pilot of Adventures. Ich bin hier in den Schweizer Alpen und zeige euch jetzt mein Vorbereitungsvideo für Arctic Warrior. Ist kein Bewerbungsvideo, sondern ein direktes Training. Schaut es euch an. Katja muss einmal von einem Wolf angegriffen. Vorbereitung will ich natürlich ungefähr unter den gleichen Bedingungen trainieren. Und da ist das hier, denke ich mal, nicht von Auto vorgesehen. Somit ein kleiner Klamotten-Change. So, um das Konditionstraining unter arktischen Bedingungen zu trainieren, habe ich mir natürlich gedacht, ist das geeigneteste Fortbewegungsmittel der Pupperutscher. Und damit trainieren wir jetzt. Let's go! Wilde Tiere, die muss man auch bekämpfen. In der Wildnis kann es immer sein, man wird von einem Wolf angegriffen. Deswegen parat sein. Ich habe hier natürlich einen trainierten Trainingswolf. Der beißt mich nicht nur kaputt, der greift mich nur an. Und bei Fremdwölfen kann der Klappspaten natürlich auch als Speer benutzt werden. Ein Loch ins Eis. Was wir definitiv testen wollen, ist Eisfischen. Okay, wir sind fast durch. Gleich können wir am Wasser und angeln. Eisangeltraining definitiv wichtig. Probieren wir es mal. Oh, ich glaube, ich habe einen. Oh. Ja, das ist auch ein bisschen muckelig. Komm, ich zeige. Algen ernähren euch. Geben euch die Vitalstoffe, die ihr braucht. Damit kommt ihr durch. Ich sag's euch. Weil das Eisfischloch viel zu klein ist und ich nicht Eisbaden gehen kann, mache ich das heute Abend im Tal. Aber das Wasser hat eh nur 4 Grad. Gehen wir lieber in den Schnee. Der ist noch viel, viel kälter. Schneeengeltraining wird für Otto das A und O sein. Nur damit kann man sich richtig die Eier abfrieren. Ihr Pilot of Adventure ist auch schon am Start. Temperatur ist noch so. Easy, perfekt. Perfekter Atemrhythmus. Geil. Hier haben wir jetzt einen umgestürzten Baum, den kann man sehr gut als Basis für ein Shelter benutzen. Einfach wie eine Höhle, von einer Seite schon fertig, die andere Seite einfach zubauen. Starten wir mal. Hier habe ich jetzt eine geeignete Stelle gefunden, alter Stamm. Und da kann ich ganz einfach ein Dach bauen. Man sieht hier auch schon wilde Spuren. Ich vermute den Hase. Und ich habe mir jetzt hier diese Stelle rausgesucht. Hier unten werde ich jetzt den Schnee ein bisschen wegräumen zur Seite, mir eine Wand bauen und dann Hölzer hier hinlegen, damit ich da reinrutschen kann. Wenn man dann nachts ein Feuer machen will, könnte man hier vorne das machen. Dann ist man weit genug weg von den Bäumen, aber kann noch Wärme da rein generieren. Am Boden habe ich mir überlegt, große Rindenstücke zu benutzen. Otto, ich glaube, du würdest hier wieder Flipflops benutzen. Hier glücklicherweise in der Natur keine finden können. Dementsprechend greife ich auch nur Suchmaterial zurück. Reisig und
Baumrinde.